Namaste, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Happy Guru Podcast und Videofolge. Schön, dass ihr da seid. Heute zum Thema der Wahrheit des Moments Vertrauen. Ein Thema, das wir mal wieder so ganz kurz vor Beginn dieser Aufnahme für uns so festgestellt haben, dass es ein wertvolles Thema ist, über das wir sprechen möchten. Allerdings nur in einem Auszug, denn ja, Wahrheit des Der Wahrheit des Moments Vertrauen, ich glaube, das könnte eine Stunde füllen und da könnte es auch ganz viele Beispiele dafür geben. Und wir haben heute quasi ein Beispiel rausgepickt, aus unserer eigenen Erfahrung, nämlich tatsächlich auch quasi jetzt hier in unserem Vorgespräch vor dieser Aufzeichnung, wie es uns selbst ergangen ist und wie uns das auch zu diesem Thema geführt hat. Ja, das ist eine komplizierte Einleitung, aber Dima, vielleicht kannst du es nochmal einfacher sagen. Wie sind wir denn zu dem Titel oder zu dem Thema gekommen? Wir haben uns ein Thema angeschaut, gemeinsam. Und das sind so Themen, die man in manchen Situationen ignoriert, drumherum geht oder dass es Emotionsschlachten dann auch gibt. Und stattdessen sind wir genau in dieses Thema reingegangen und haben uns angeschaut, was sehen wir, was fühlen wir und sprechen das Ganze aus. Und dadurch ist ja was total Schönes entstanden. Und aus dem Ganzen hast du dann gesagt, hör ich zu, daraus machen wir eine Podcast-Folge, weil das ist besonders. Das müssen wir so festhalten. Ja, vor allen Dingen, wie wir überhaupt dem Thema auf die Schliche, also wie sind wir denn dazu gekommen? Weil wir haben uns ja nicht hingesetzt und haben gesagt, ja, wir haben ja ein Thema, darüber müssen wir mal reden. Sondern eigentlich war es so, wir wollten einen Podcast aufnehmen. Aber unsere Wahrheit im Moment war, dass wir müde waren oder ja, eine Art von müde, vielleicht ein bisschen träge, so ein bisschen uninspiriert vielleicht sogar. Und wir hätten uns auch, also wir hätten uns auch initiieren können und wir hätten dann auch etwas daraus gemacht. Also es wäre möglich gewesen. Es war kein, wir sind total kaputt, sondern es war eher so. Keine Ahnung, gerade waren wir noch motiviert, aber jetzt gerade ist die Energie so runter. Und was wir gemacht haben in dem Moment, das hast du zwar für dich nochmal klarer festgestellt, dass deine Energie gerade so ein bisschen unten ist, aber bei mir war es schon auch so, dass ich gemerkt habe, so, ja, so, bin so ein bisschen träge, so ein bisschen Müdigkeit ist bei mir schon auch gerade da. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir eben der Wahrheit des Moments vertraut haben. Das heißt, wir sind nicht über das gegangen, was wir gerade empfunden haben oder was einfach in unseren Körpern auch präsent war, nämlich so ein Stück weit diese Müdigkeit oder Trägheit, sondern ich glaube, ich hatte dann gefragt, du sag mal, Dima, gibt es vielleicht gerade irgendetwas, was etwas anderes, was gerade dran ist als unser Podcast? Vielleicht sogar unsere gemeinsame Zeit hier. Vielleicht ist ja gerade was ganz anderes dran. Und das war dann so die Brücke, überhaupt erstmal zu forschen, okay, wenn ich meiner Wahrheit des Moments vertraue, nämlich dass ich gerade mich so ein bisschen träge fühle und ich forsche rein, was kommt denn da raus? Also auf was für eine Wahrheit stoße ich? Und es hätte ja auch was ganz Leichtes sein können, wie, oh, mein Körper sagt, er braucht nicht mal was zu trinken. Ja? Oder ich brauche ein Powernap, lass uns in einer halben Stunde nochmal treffen. Oder sowas ganz Kleines, Leichtes, Lösbares. Aber uns hat halt die Wahrheit des Moments in so ein tiefes so Herzensgespräch geführt, ja? Wo sich wirklich auch so Türen geöffnet haben und das dann auch Raum eingenommen hat. Was aber viel, viel, also im Gesamtsystem betrachtet, viel, viel wichtiger war, in dem Moment wirklich mal Raum zu bekommen als jegliches Podcast-Thema, über das wir hätten sprechen können, obwohl auch jegliches Podcast-Thema wichtig gewesen wäre. Ja, und das war für mich so eindrücklich, um es nochmal zusammenzufassen, diese
wenn wir Momente der Schwäche, also dieser Müdigkeit, der fehlenden Inspiration eben nicht als etwas betrachten, was wir jetzt überwinden müssten oder verändern müssen, sondern wenn wir eher in eine Haltung kommen, wo wir uns selbst vertrauen und diesen Moment vertrauen, wie viel Geschenk kann sich dann dadurch zeigen? Ja, und das ist eigentlich schon die Message. Ja, so. Vertraue der Wahrheit des Moments. Und das kann zum Beispiel bedeuten, oder das kann sich dadurch zeigen, dass du eben auch nicht mehr über deinen Körper gehst. Dass du deinen Körper als deinen Verbündeten, als deinen Vertrauten betrachtest und ich würde sogar sagen, nutzt. Ja, nutze doch deinen Körper eben, aber eben total liebevoll. Ja, dein Körper ist da und quasi spricht die ganze Zeit mit dir. Ja, mit Neonschildern ruft er dir zu, was gerade für dich wichtig und stimmig ist. Also warum nicht nutzen, was er dir so entgegenbringt und zuhören? Aber wir sind in so einer, wir sind, also ich würde es jetzt nicht allein auf so diese Leistungskultur schieben, aber es ist schon auch so ein Aspekt, der mit reinspielt. Ja, wir sind in so einer Funktionierungskultur, ja, zum Beispiel Schule, ja, da hat es irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, 7:45 Uhr oder so hat es geklingelt und dann ging es los. Und ob du müde warst oder voll munter, ob du dein Morgenmüsli gegessen hast oder dafür war keine Zeit, das interessierte in dem System nicht. Ja? Ach, 7:45 Uhr ging es los. Also diese Wahrheit des Moments mit einzubeziehen in deine Entscheidung, heißt nicht, man muss jede Entscheidung kippen, aber mit reinzunehmen, ich glaube, das haben wir einfach auch auf unserem Weg oft nicht vorgelebt bekommen oder sind auch dazu nicht ermuntert worden, sondern wir sind eher in die Richtung ermuntert worden, über unsere Körper auch zu gehen teilweise. Oder die Weisheit des Moments, die sich auch durch unseren Körper ausdrückt. Ich versuche jetzt mal einen interessanten Bogen zu spannen. Ich hoffe, ich bekomme das einfach auch hin. Und zwar, erstmal fand ich das auch schön, halt in unserem Moment, dass wir die Müdigkeit oder die körperliche Ebene nicht übergangen sind, sondern da einfach auch tiefer reingegangen auch sind und was sich dann daraus kristallisiert hat. Ja, ich habe erstmal so oberflächliche Themen auch angesprochen, die mich gerade einfach auch bewegen, so ein Konflikt innerhalb der familiären Ebene. Und hier sprang man einfach auch hinterher und man kam auch immer tiefer. Und dass wir einfach auch dem Raum gegeben haben, ja, das fand ich auch total schön. Und diese Ebene begegnet mir oft bei meinen Massagen. Also ich bin nebenbei arbeite ich als Masseur und wenn zu mir ein Gast kommt, der verspannt ist, oft wissen die Menschen gar nicht mal, wie sehr sie verspannt sind. Und sie übergehen diese Ebene und ich frage sie einfach auch direkt, ja, warum sind sie denn einfach auch verspannt? Und hier kommen erstmal solche kleinen Dinge, ja, Arbeit, Sitzen und so weiter. Und das ist ein guter Einstieg, um dieses Thema einfach auch ranzugehen. Aber dahinter befinden sich ganz, ganz andere einfach auch Themen. Ganz, ganz andere Themen. Zum Beispiel hatte ich eine Dame, die mega verspannt war. Mega, also sowas erlebe ich eher selten. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das einfach auch ein 10. Am Anfang hat sie gesagt, ja, ich habe gestern eine Fahrradtour gemacht. Und ich denke mir, ja, Fahrradtour, ne, träum weiter. Und ich habe dem Ganzen einfach auch Raum einfach auch gegeben und ich war einfach auch Zeuge einfach auch davon. Und am Ende, was sie einfach auch gesagt hat, dass in dem Raum, in ihrem Raum schon lange einfach ein unerfüllter Kinderwunsch einfach auch steht. Und jetzt wusste ich, Bingo, das ist es. Darum geht es dir. Das ist das, was dein Sein, was deine Seele einfach auch beschäftigt. Ja, nicht irgendeine Fahrradtour oder so. Und ich war so schön, dass sie das Ganze einfach auch zu mir einfach auch ausgesprochen hat, einem Menschen, den sie einfach auch gar nicht kannte. Und allein das einfach auch auszusprechen, hey, meine Seele hat gerade diesen Schmerz oder das fühle ich einfach auch gerade, das macht etwas auch. Und wo sie das auch angesprochen hat, das hat auch was mit ihrem System einfach auch gemacht.
Und ich finde es echt schön, mal auch innezuhalten und nicht sofort einfach auch weiterzuziehen und einfach mal wirklich zu fühlen und auch mal geduldig zu sein. Wie so ein Angler, der nicht erwartet, schon im nächsten Moment einen Fisch zu haben, sondern einfach geduldig da ist und einfach mal da ist in dem gegenwärtigen Moment. Selbst auch wenn mal nichts kommt, trotzdem da zu sein. Danke für das sehr ja, auch berührende Beispiel. Und das hat mich so auf den Impuls gebracht, dass wir tatsächlich so ein bisschen stellvertretend das jetzt nochmal machen. Also ich mache das jetzt mal, dass ich mal kurz so einen ja, inneren Scan mache und nur auf der körperlichen Ebene frage, also mich selbst frage, mich selbst hineinspüre, was ist denn auf körperlicher Ebene gerade die Wahrheit des Moments, also meine Wahrheit des Moments? Und dann einfach so einen Scan machen, gucken, was zeigt sich gerade. Dann mich dafür zu entscheiden, dem mal zu vertrauen, was sich mir zeigt. Und dann mal offen darüber reflektieren, was ich so glaube oder was sich so in mir anspürt, was mein Körper mir dadurch sagen möchte. Oder auch, ne, was so für eine Brücke er schlagen möchte. Das würde ich gerade, also auf jeden Fall ich für mich gerade mal so stellvertretend gerne tun. Und ich stelle eigentlich fest, dass ich das sehr oft mache, so im Alltag auch, für mich selber in der Stille. Aber wenn ich in Räumen mit anderen bin, das kann ich dann schon auch, aber dann könnte es schon schneller passieren, dass ich es auch mal vergesse. Ja, so zum Beispiel vor uns, bei uns im Podcast, einfach so, okay, wir haben uns jetzt zum Podcast aufnehmen getroffen, machen wir jetzt halt. Wird schon. Ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so müde, dass es nicht ginge. Und ich kenne ja auch die Müdigkeit, wo es auch darum geht, mich so ein bisschen selber, ne, mir so Rückenwind zu geben. Also es gibt ja auch verschiedene Arten von Müdigkeit. Ne? So, und das finde ich auch noch spannend. Also ich für mich kann das, was ich jetzt gleich nochmal so machen möchte, recht gut und habe da auch so Antennen dafür. Aber es ist immer auch eine Kunst, das in Räumen, in gemeinsamen Räumen mit anderen aufrechtzuerhalten und dann noch den Mut zu haben, zu sagen, du, ganz ehrlich, die Wahrheit meines Moments ist gerade das und das. Ja, und diese körperliche Ebene ist ja nur eine Perspektive. Ja, also es könnte sich ja noch auf ganz vielen anderen Ebenen zeigen, diese Wahrheit des Moments. Ja, Dima, bist du dabei? Ja, du machst es voll spannend. Das ist schon im Hintergrund höre ich so ein Trommelwirbel. Drrr. Ich weiß gar nicht, was rauskommt. Ja, ich auch Machst du nicht. auch mit? Oder mache ich das jetzt alleine? Also wenn du das anleitest, dann mache ich gerne mit. Okay. Vielleicht kriegen wir das sogar so angeleitet, dass es jeder für sich machen kann. Außer du fährst gerade Auto oder so. Auf jeden Fall nicht mit Augen zu. Aber du kannst trotzdem so einen Fokus deines Bewusstseins schon mal auf diese Frage richten und es dann in einem ruhigen Moment nachholen. Ja, also die Frage ist, was ist auf körperlicher Ebene gerade die Wahrheit des Moments oder meine Wahrheit des Moments? Dann schließe deine Augen und stell dir vor, dein innerer Blick ist wie eine Art von Laserscanner, der von Fuß bis Kopf einmal durch deinen ganzen Körper durchscannt. Ja, durch alle Zellen hindurch, alle Organe, die Knochen, Muskeln, Bindegewebe, was auch immer Teil deines Körpers ist, wird jetzt von deinem inneren Blick erfasst. Und dann wirst du feststellen, dass eine bestimmte Körperstelle, ja, dich irgendwie vielleicht ein bisschen mehr ruft als eine andere. Vielleicht siehst du dort ein inneres Bild oder ja, du nimmst dort eine bestimmte Farbe wahr oder dir wird einfach bewusst, hey, da ist ja etwas Verspannung. Oder vielleicht ja, kommt auch etwas ganz anderes in dein Bewusstsein. Und was auch immer sich dir innerlich zeigt, das nimm einfach wahr, absichtslos. Lass es frei von Urteilen. Lass dich frei von Beurteilung.
Scanne dich einfach, bis du bei deinem Scheitel angekommen bist. Und wenn du ganz viele Eindrücke für dich gewonnen hast, dann schreib dir die gerne auf, denn jeder einzelne könnte ein sehr wichtiger, wertvoller Hinweis für eine Wahrheit in dir sein, die in diesem Moment gerade in irgendeiner Art und Weise aktiv ist, präsent ist, wichtig ist. Aber vielleicht gibt es auch so eine Empfindung, die du bei diesem Bodyscan in dir wahrgenommen hast auf körperlicher Ebene, die einfach jetzt besonders deutlich für dich war. Ja, und dann greife diese raus und entscheide dich im nächsten Schritt bewusst dafür, dieser Empfindung oder dieser Wahrnehmung in deinem Körper jetzt einmal zu vertrauen. Wenn du zum Beispiel eine Verspannung wahrgenommen hast in einem Körperteil, entscheide dich dafür, dieser Verspannung für diesen Moment zu vertrauen. Und im nächsten Schritt geht innerlich vielleicht eine Tür auf, durch die du hindurchgehen kannst, und es zeigen sich dir innere Klarheiten, innere Bilder, was diese Verspannung dir sagen möchte, worauf sie dich hinweisen möchte. Dann stell dir vor, du würdest einfach einen Film anschauen. Also schau, hör dir diese inneren Klarheiten und Weisheiten, die jetzt aus deiner Tiefe aufsteigen. Schau und hör es dir an, wie du einen Film anschauen würdest oder einen Podcast anhören würdest. Versuch nicht, etwas an dem Film zu ändern. Einfach erstmal hinschauen und hinhören. Und auch hier schreib es dir gern wieder auf. Und um diese Innenschau für dich, für diesen Moment abzuschließen, nimm dich einmal selber in den Arm oder lege deine Hände auf dein Herz. Bedanke dich dafür, dass du dich selbst spüren, dich selbst wahrnehmen konntest. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit dir selbst zu verbinden, dass du den Mut hattest, hinzuschauen, dass du den Mut hattest, der Wahrheit des Moments zu vertrauen, deinem Körper zu vertrauen, der Botschaft zu vertrauen. Und wisse, dein Körper ist immer für dich. Er ist dein Reisebegleiter, er ist der Tempel deiner Seele. Und er ist auch Übersetzer. Er übersetzt die Bedürfnisse deiner Seele für dich. Deswegen mach dein Herz auf, mach deinen Geist auf. Lass ihn zu dir sprechen. Lehn dich an innerlich in die Haltung des Vertrauens. Du wirst sehen, dein Körper beginnt gern mit dir zu sprechen. Und es wird immer leichter und unaufgeregter. Ja, bedanke dich einmal selbst mit einem festen, bewussten, umarmenden Griff. Für dich selbst, dass es dich gibt. Sag dir selbst, dass du dich liebst, dass du dich lieb hast, dass du da bist für dich. Und dann drück dich noch einmal ganz bewusst oder lege deine Hände ganz bewusst auf deinen Herzraum und drück dein Herz. Atme ein und beim Ausatmen kommst du ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst deine Augen wieder öffnen. Ja.
Und jetzt hast du ganz viele Informationen gesammelt über so Wahrheiten, die für dich gerade präsent sind. Und jetzt kannst du schauen, was du mit denen machst und wohin sie dich führen. Und manche sind vielleicht auch tatsächlich nur Informationen für diesen einen Moment. Und manche sind aber Rufe, Rufe, die dich über eine Brücke rufen wollen und sagen, geh hier rüber. Komm zu mir. Ja, komm mir entgegen. Und das herauszufinden, welche Wahrheit jetzt einfach nur für den Moment präsent ist und aber nichts braucht, außer unsere Gelassenheit oder diese absichtslose Selbstwahrnehmung. Und welche Wahrheit uns so ruft, wo sagt, hey, komm zu mir. Ja. Ich möchte dir begegnen, ich habe dir was zu sagen oder hier ist was für dich. Ja, dass du das unterscheiden zu lernen, das kommt mit der Zeit. Danke dafür diese Erfahrung. Ich würde es schon sagen, dass es eine, ja, eine Meditationsreise auch war. So eine Reise in seine eigene Innenwelt. War sehr schön. Hast du sehr, sehr schön gemacht, Helene. Die Wahrheit ist, dass diese, was wir jetzt über, ich weiß gar nicht, vielleicht, ja, also ein paar Minuten gemacht haben, das ist halt so, das ist möglich, das innerhalb von einer Sekunde mit einem Schnips zu machen. Ja, also es braucht diese langsame Reise, braucht es nicht, aber es ist auch wertvoll, so langsam durch sich durchzugehen. Aber die Wahrheit ist, wir können auch zum Beispiel da sitzen und haben und uns sofort quasi in diese erstmal in diese Gewahrsamkeit gehen und auch in die Bewusstheit, was will diese Wahrheit jetzt auch? Ne? Will sie einfach, ist sie jetzt einfach nur da oder will sie, dass ich jetzt hier tiefer grabe? Also das ist etwas, also es klingt jetzt so, als ob das immer so viel Aufwand oder immer so viel Zeit braucht, aber nein, eigentlich ist es etwas, was so voll alltagsfähig ist. Ja? Und also nicht nur alltagsfähig ist, sondern was eigentlich, ja, was eigentlich auch würdig ist, dass es wirklich Teil unseres Alltags ist, dass wir immer wieder in diese Mikromomente gehen, wo wir uns kurz selber checken. Oder manchmal checken wir uns ja gar nicht selbst, sondern wir sagen so, ah, Schultern tun weh. Ja? Und dann, wenn wir zum Beispiel so einen Schmerz merken oder merken so, ah, irgendwie kneift dir was oder ah, ich fühle mich gerade ein bisschen steif oder ah, ich fühle mich gerade ein bisschen müde. Also wo es quasi uns schon entgegenkommt, eine bestimmte Körperempfindung, kann ja auch anders sein. So, ah, ich fühle mich gerade ganz excited oder ganz hibbelig oder so ganz erotisch. Ja, es kann ja alles Mögliche sein. Und also wenn uns unser Körper schon entgegenkommt, also spätestens dann wirklich zu sagen, okay, ah, ich nehme das wahr. Ich guck mal, was jetzt damit gemacht werden will. Also, was ist denn die Weisheit dahinter? Was braucht es denn? Ja, das klingt jetzt immer so dramatisch, als ob es immer nur so um so triste Körperzustände gehen würde, aber eigentlich ist es nicht auf die beschränkt. Ja, es kann auch was sehr Freudvolles sein oder sehr Leichtes. Ja, der Körper zeigt uns auch, in welche Richtung wir noch mehr Leichtigkeit und Freude in unserem Leben erfahren können. Ja, und viele Menschen, die uninspiriert sind oder das Gefühl haben, sie sind so umgeben von schweren, sie wissen nicht, was sie tun können, um sich leichter zu fühlen. Die haben ganz oft nicht zugehört in den Momenten, wo der Körper angezeigt hat, ey, das ist leicht. Ja. Weil sich dann zum Beispiel auch manchmal der Kopf dazwischen schaltet und sagt, ah, das darf nicht. Das darf, ich darf das nicht machen, weil entweder ich habe noch eine lange To-Do-Liste oder ich bin zu alt, um sowas zu machen. Keine Ahnung. Ja. Also dann kommen irgendwelche Bewertungen und Wertungen rein. Und kappen das quasi wieder. Aber die Wahrheit ist, dass dein Körper sehr, sehr akkurat ist darin, dir zu zeigen, wo Freude steckt. Zumindest in seiner Urausrichtung. Ja, und nicht jeder Körper kann das noch, also weil zum Beispiel Traumata werden ja auch auf Zellebene gespeichert. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich spreche das eigentlich deswegen an. Also um diese Bewusstheit zu haben, ich kann dahin zurückkommen.
ich kann dahin zurückkommen. Ich kann dahin zurückkommen, dass mein Körper für mich wirklich, wirklich ein richtig gutes Barometer ist, wo für mich Freude ist und wann ich Schlaf brauche und wann irgendwas für mich dran ist oder nicht dran ist. Ja, weil das ist wie so eine Urausrichtung unseres Körpers. Das ist ja eine Urintelligenz. Ja. Und bei manchen ist diese Intelligenz ein bisschen mehr verschüttet oder vernebelt als bei anderen. Aber das macht nichts. Ja, es ist da. Das ist wie so ein Same, den man nicht ausrotten kann. Ja. Und Persönlichkeitsentwicklung ist für mich übrigens im Grunde der Weg dahin zurück. Persönlichkeitsentwicklung, also dieses ganze Feld, wenn ich das so beobachte, für mich geht es eigentlich immer nur darum, also egal was man tut, egal in welchen Aspekten Persönlichkeitsentwicklung, für mich geht es um dieses Zurückkommen zu seiner eigenen Urintelligenz. Und ja. Die Urintelligenz drückt sich über den Körper aus. Und da schließt sich der Kreis. Mm.